Diese Insel kennen Sie sicherlich. Wohl bei jedem von uns wecken Ihre Umrisse Urlaubserinnerungen oder Erwartungen. Gefällt Ihnen dieses Erholungsheim? Es steht in Prora, trägt den Namen unseres Staatsratsvorsitzenden und gehört uns, den Angehörigen der Nationalen Volksarmee. Das sind Ingrid und Herbert. Er ist Oberleutnant und hat einen guten Geschmack. Stimmt's? Enttäuscht? Aber das kann doch nicht sein. Bei dem Seeblick. Ingrid wollte so gern im August fahren und jetzt steht Oktober auf dem Kalenderblatt. Aber ist es an der See wirklich nur im Sommer schön? Seien Sie ehrlich, Frau Ingrid. Im Sommer hätten Sie wohl kaum an einen langen Waldspaziergang gedacht. Und ob Sie sich bei 30 Grad im Schatten den Weg zum Jagdschloss Granitz gemacht hätten? Sagen Sie selbst, das ist doch etwas anderes als eine Strandkorbperspektive. Die Kreisstadt Bergen ist zu jeder Jahreszeit Anziehungspunkt. Im Sommer steigen nur wenige gern auf den Rugard. Das machen bei der Hitze nur Enthusiasten. Entschädigen diese Schönheiten nicht für manch fehlende Stunde in den Wellen oder am Strand? Im Sommer liegt man faul in der Sonne. Kaum einer kommt auf die Idee, einen Abstecher zu den Kreidewerken zu unternehmen. Dabei kann es nie schaden, über diesen wichtigen Rohstoff etwas mehr zu wissen. Der Bus hat in Sassnitz Halt gemacht. So schmuck und imposant hatte Ingrid sich unsere Eisenbahnfähre Sassnitz nicht vorgestellt. Eine Pause muss auch mal eingelegt werden. Doch gleich danach geht's wieder raus. Diesmal zu den Fischern. Wer hier die Übersicht behalten will, der muss jeden Faden kennen. Für Kinder ist Sand viel interessanter. Am Nachmittag entführen Künstler die kleinen Prora-Gäste ins Märchenland.
Nanu? Ingrid und Herbert auch im Märchenland? Nein, die Lust, zu zweit zu wandern, hat sie ins Steinmeer von Mukran entführt. Hier gibt es Millionen Feuersteine und ebenso viele Formen. Der da wird immer an die schönen Herbsttage in Prora erinnern. Als den Sommer keiner mehr vermisst, schickt er plötzlich eine Nachhut. Doppelte Freude für solche Urlauber, die gern am Ball sind. Nur ein bisschen Mut gehört zum sommerlichen Herbsturlaub. Dieser Feriengast ist vorsichtiger. Er will es genau wissen. Was? So kühl? Das muss am Thermometer liegen. Aber er weiß sich zu helfen. Dem Bade steht nun nichts mehr im Wege. Wem der Thermometertrick nicht gefällt, der sollte diesem Beispiel folgen. Sie legt sich aus reiner Freude in den Schaum. Doch wer ein medizinisches Bad benötigt, bitte sehr, auch das hält Prora parat. Man sagt, ein gutes Buch, ein schöner Abend. Da es früher dunkel wird, kann man nachholen, was im Sommer versäumt wurde. Er frönt indes dem Denkersport. Matt. Dann Revanche morgen Abend zur gleichen Zeit. Den herbstlichen Urlaubstag aber auch so ausklingen lassen. Ingrid fanden es nett im herbstlichen Prora. Sie sahen selbst, Seeurlaub ist nicht nur im Sommer schön.